Jetzt gibt es das versprochene Video zur CRT Alpha über das Service-Menü. Bis gleich, euer Guardian. Oh, hallo, da bin ich wieder. Mal kurze Erklärung, wie man ins Service-Menü kommt. Einmal über den Einschaltknopf und hier über diese zwei Pfeiltasten diese gleichzeitig beim Einschalten drücken. Wie ihr wisst, mache ich das ungern mit einer schwebenden Kamera. Dann bis gleich, dann sehen wir uns im Service-Menü. Hallo, da bin ich wieder. Jetzt schalten wir mal ein bisschen über das Mikrofon durch. Dass ihr das seht, habe ich euch mal auf ein Stativ gestellt. So, das wird wahrscheinlich eine Testfrequenz sein, was hier angezeigt wird. Eine sehr niedrige Testfrequenz. Auch das ist wohl eine Testfrequenz. Und auch das ist eine Testfrequenz, die höchste wohl wahrscheinlich mögliche. Punkt 4 ist die Frequenzstabilität. Wie weit das auf der Frequenz liegt, da bitte nichts verstellen. Hier könnt ihr die Sendeleistung für High, also das H, das da oben angezeigt wird, einstellen. Hier könnt ihr für Sendeleistung Medium einstellen. High sind wohl 15 Watt. Das sind etwa 8 Watt und das sollten etwa 4 Watt sein. RSSI, leider kenne ich mich da nicht so gut mit aus, was das ist. Der FM-Hub wird hier eingestellt. Nur einstellen, wenn ihr auch davon Ahnung habt. Lasst am besten die Finger, wie es ist. Die ist sehr kräftig und laut aus der Box raus. Der Ton kann hier eingestellt werden, also die Sprachqualität, ob es jetzt ein hellerer Ton ist, ein höherer Ton oder so ein basslastiger Ton, wenn ihr aus dem Lautsprecher kommt. Das ist wohl das CTC, DCS, AM 4 Watt Medium, AM 8 Watt Medium, Squelch Hysteresis, Werteanzeigen über PTT. Da auch nichts verstellen, sonst wird das Gerät noch unbrauchbar. RF Gain kann man hier auch einstellen, ab wann der einspringt. Squelch wieder. Auto Squelch Level. Die Software-Version, wie ihr seht, ändert sich da nichts dabei. Das bleibt bei Version 1.00. Und damit wären wir euch auch schon wieder durch das Service-Menü. Wie gesagt, ihr kommt in das Service-Menü mit dem Einschaltknopf und dem hier gleichzeitig. Also der Einschaltknopf ist der Drehknopf hier neben dem Display, der hier. Da kommt er dann über das gleichzeitige Drücken von den zwei Pfeiltasten und dem Anschalten von dem Gerät in dieses Service-Menü. Wie gesagt, bitte macht nichts an der Kiste. Macht's, wenn dann auf eure Verantwortung, wenn ihr Ahnung habt, bitte. Ansonsten, ich bin da nicht verantwortlich dafür, wenn ihr eure Kiste dabei zerschießt. Ja, das war's auch soweit schon mal. Euch noch einen schönen Tag. Euer Guardian. Tschö, tschö.